Ein nagelneues Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichtes könnte bzw. müsste die öffentliche Diskussion, den öffentlichen Diskurs massiv ändern. Es geht konkret um bestimmte Beschimpfungen, die nicht mehr möglich sind. Sie gelten von nun an als Volksverhetzung. Ich werde die Nachricht aus dem Deutschlandfunk vorlesen. Sie sehen, das Ganze ist eine kleine Sensation. Es könnte wirklich massiv große Auswirkungen haben. Wer Grüne und Nazis, Sie haben richtig gehört, wer Grüne und Nazis gleichsetzt, begeht laut dem Bayerischen Obersten Landesgericht Volksverhetzung. Ja, und wenn man schon allein diese Überschrift liest, dann fragt sich jeder, für wen gilt das? Gilt das nur für die Grünen oder gilt das für alle Parteien? Das auch Mitglieder der CDU, der FDP, der AfD etc. 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 Das heißt, dürfen die auch nicht mehr mit Nazis gleichgesetzt werden? Das ist natürlich die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Wie groß ist die Auswirkung dieses Urteils? Die Gleichsetzung von Bündnis 90 Die Grünen, also es sieht so aus, dass es die Partei ist, mit den Nationalsozialisten, ist einem Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichtes zufolge Volksverhetzung. Also sehr schwerwiegend, ja. Es ist also keine Beleidigung, es ist keine üble Nachrede oder sowas. Nein, es ist Volksverhetzung. Das heißt, es ist eine große Zahl von Menschen, die eben davon betroffen werden. Die werden sozusagen alle in eine Tüte verpackt, ja. Und diese Leute werden eben mit diesem Etikett belegt. Und das ist nicht mehr möglich. Das ist strafbar und zwar ziemlich heftig sogar. Ich lese jetzt weiter aus dem Deutschlandfunk. Wie die Welt am Sonntag berichtete, bestätigten die Richter eine Entscheidung der Vorinstanz. Ein 62-Jähriger hatte in den sozialen Medien eine Grafik mit entsprechenden Äußerungen verbreitet. Ja, also er hat das nicht mal jetzt direkt den Grünen gesagt oder sowas, das war sogar eher indirekt. Er hat eine Grafik, also ein Banner oder sowas, ein Foto, ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, das hat er irgendwo in Facebook oder wo auch immer gepostet. Dafür werde er zu einer Strafe von 60 Tagessätzen zu 60 Euro verurteilt, also recht happig. Nach Ansicht des Gerichts suggerierten solche Äußerungen, durch die Grünen drohe eine NS-Unrechtsherrschaft. Ja, nochmal, ich lese hier, durch solche Äußerungen, durch die Grünen drohe eine NS-Unrechtsherrschaft. Ja, und da wird sich natürlich auch jeder fragen, gilt das für andere Parteien? In letzter Zeit zum Beispiel betraf das auch zum Beispiel die CDU. Ja, viele grüne Politiker haben gesagt, dass die CDU sich in Richtung AfD bewegt und die AfD ist eine riesige Gefahr für die Demokratie. Das heißt, im Grunde könnte das jeden betreffen, eigentlich dieses Urteil, mal sehen, wie groß die Auswirkung, das heißt, wie groß die Anwendung ist dieses Urteils. Ist das ein Urteil, welches nur die Grünen beschützt, ja, oder zum Beispiel auch Politiker der FDP? Bei diesen ganzen Linksdemos gegen rechts am Anfang des Jahres, da wurden sogar auch FDP-Politiker beschimpft in diese Richtung. Ja. Das heißt, das betrifft nicht nur die AfD-Politiker, sondern auch CDUler und FDPler und so weiter. Das heißt, dieser Begriff Nazi wird hier in Deutschland ja inzwischen wirklich extrem inflationär benutzt. Ich finde das Urteil, ehrlich gesagt, gar nicht mal schlecht. Denn, sagen wir so, ich finde, es ist falsch, Leuten das vorzuwerfen. Generell. Ja. Und zwar allen Leuten, allen Parteien, auch die Grünen. Ich kritisiere hier sehr oft die Grünen, aber ich benutze nicht solche Vokabeln. Ja, weil ich das für völlig Übergriffe, völlig übertrieben halte, beziehungsweise auch, es ist nicht angemessen, es ist aus dem Rahmen, ja, also die Nazis, also Entschuldigung, die Grünen sind keine Nazi-Partei, ganz einfach, ja, das sind auch die anderen Parteien, die jetzt im Bundestag sitzen, meines Erachtens auch nicht. Dieser Begriff wird in Deutschland völlig übertrieben verwendet, ja, und deshalb finde ich an sich dieses Urteil gar nicht mal schlecht. Allerdings wäre es natürlich schlecht, wenn das nur eben die Grünen beschützen soll und andere Parteien eben nicht. Ja, das müssen wir erstmal abwarten. Die Generalstaatsanwalt München verwies auf vielfältige Angriffe gegen Grünpolitiker in der Vergangenheit. Aha, und da sieht das hier so aus, es ist ein Urteil, was nur die Grünen betrifft, ja, denn man sagt, aha, es werden solche Anschuldigungen gemacht gegen die Grünen, ja, und das führt eben zu diesen Angriffen. Tatsächlich gab es solche Angriffe in der Vergangenheit recht oft gegen die Grünen. Und dann sieht man, aha, die Auswirkungen solcher Angriffe, also die konkreten, ja, realen Auswirkungen sogar mit Gewalt gegen Personen,
die sind deutlich. Aber das passiert auch mit anderen Politikern. Die Partei, die am meisten angegriffen wird zurzeit, ist die AfD. Und auch Politiker der CDU werden ziemlich oft angegriffen. Ja, und eine ganze Reihe von anderen Leuten, von Lebensrechtlern, habe ich ja schon zigmal gesagt, Leute, die gegen Gender in den Schulen protestieren, die werden auch angegriffen. Und die werden auch oft in diesem Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus gebracht. Ja, dass sie eine entsprechende Mentalität haben. Und das führt tatsächlich dazu, dass einige Linke bzw. Linksextremisten völlig mental ausflippen. Ja? Wenn sie mal beim Marsch fürs Leben gewesen sind, wenn sie mal bei Demos gegen Gender in den Schulen gewesen sind, also das sind Leute, ja, auf der Gegenseite, also bei den Gegendemonstranten, die total ausrasten. Ja? Also das ist wirklich unglaublich. Wenn sie dann diese ganzen linken Postillen lesen, ja, die sagen, ja, das ist alles im Grunde genommen eine faschistoide Mentalität und so weiter. Das heißt, da müsste man eigentlich auch dieses Urteil anwenden. Ja? Und wir hätten dann eigentlich tatsächlich eine Versachlichung der öffentlichen Diskussion in Deutschland. Ja? Aber wenn das natürlich nur die Grünen, ja, dann ist natürlich wenn dieses Urteil nur die Grünen beschützen soll, ist dieses Urteil meines Erachtens völlig ungerecht. Ja, denn insbesondere ist es ja so, dass die Grünen ja nicht gerade zimperlich umgehen mit ihren politischen Gegnern. Also die sind ziemlich heftig, auch in der ganzen, in der Wortwahl, ja. Also bei den Grünen gibt es genug Verbalradikalismus, ja. Also das könnte tatsächlich auch die Grünen betreffen. Das heißt, die Leute könnten jetzt mit diesem Urteil kommen und sagen, pass mal auf, okay, die Grünen werden beschützt, ist in Ordnung, ja, aber die Grünen haben mich auch angegriffen, genau mit solchen Wörtern. Das heißt, ich fordere jetzt, dass die Grünen eben, oder grüne Politiker oder grüne Wähler etc. und so weiter, ja, eben genau so beurteilt werden, wie eben die Gegner oder die Kritiker der Grünen. Und nun heißt es weiter, Gegner der Partei, zumeist aus dem rechtsradikalen Spektrum, und das ist Quatsch, ich meine, sehr viele kritisieren die Grünen, und zwar aus allen Parteien, ja, auch bei der SPD gibt es genug Kritiker der Grünen, ja, verbreiten immer wieder die Behauptung, es gebe Ähnlichkeiten zwischen den Grünen und den Nationalsozialisten. Und das ist natürlich, steht wahrscheinlich nicht im Urteil, das ist jetzt, was der Deutschlandfunk, der eher linkslastig ist, ja, hinzugefügt hat, weil sie sehen, die schwächen das ab. Aha, die sagen, es gibt Ähnlichkeiten zwischen den Grünen und den Nationalsozialisten. Das heißt, es sind keine Nazis, aber es gibt Ähnlichkeiten. Also das ist schon eine ziemliche Abschwächung. Das heißt, was hier der Deutschlandfunk sagen will, selbst wenn man schon Ähnlichkeiten sieht zwischen den Nazis und den Grünen, selbst das ist schon eben Volksverhetzung und da sollte man sich in Acht geben. Es ist völlig klar, dass hier der Deutschlandfunk Angst machen will. Ja? Das heißt, wenn man schon irgendwelche Ähnlichkeiten sieht, ja, das ist schon ganz schlimm. Das darf man überhaupt nicht. Ja? Das heißt, es ist völlig klar, dass bei den Grünen überhaupt keine Tendenz gibt zur Autokratie, zum Autoritarismus. Es gibt überhaupt keine faschistoide Züge. Niemals wollen Grüne zum Beispiel Anleuten ihre Meinung aufzwingen. Sie sind auch nicht bereit, eben sich Gewaltakte zu machen zum Beispiel. Ja, sie sind zum Beispiel nicht bereit, eben Kunstwerke zu beschmieren, eben aus Protest oder sich anzukleben in Straßen und so weiter und so fort. Nein, das gibt es alles bei den Grünen überhaupt nicht. Also jegliche Ähnlichkeit, ja, mit den Nazis, das ist alles reine Verleumdung. Das darf nicht sein. Das ist im Grunde, was hier gesagt wird. Ich bin ziemlich gespannt, welche Auswirkungen das Ganze hat. Insbesondere, wie ich schon gesagt habe, was passiert mit den anderen Parteien? Das heißt, muss man eben wesentlich vorsichtiger sein, andere Leute gleichzusetzen mit den Nazis. Und das wäre meines Erachtens ein Gewinn, wenn das für alle gilt. Ja, wenn das natürlich nur für die Grünen gilt, ist es natürlich ganz klar, dass diese Richter ja im Grunde genommen die Grünen hier privilegieren wollen, wegen die anderen man eben immer noch so beschimpfen kann, wie man es will.